Nach einer Vorführung des deutschen Thrillers Berlin Falling im Studio-Kino Hamburg gab es für die Besucher ein besonderes Highlight. Hauptdarsteller, Produzent und Regisseur Ken Duken war vor Ort und stellte sich einem interessanten Q&A. Dieses durfte Shotview aufnehmen. Viel Spaß damit, aber Achtung, es enthält Spoiler. Applaus. Mikro für dich. So, man sieht noch, dass viele den Film noch verarbeiten müssen. So, deswegen werde ich einfach mal anfangen mit der ersten Frage. So, und danach könnt ihr gerne eure Fragen stellen, wenn man ein bisschen Zeit. Und zwar würde ich ganz gerne dich fragen, das war ja dein Regiedebüt in Bezug auf Langfilm. Wie ist das so, irgendwann mal, also wirklich für so einen Langfilm hinter der Kamera zu stehen und gleichzeitig vor der Kamera? Also zuallererst möchte ich mich erstmal bei euch bedanken, dass ihr hier seid. Das ist heutzutage bei deutschen Filmen gar nicht mehr so üblich, besonders wenn es versucht wird, einen anderen Weg einzuschlagen. Der Film bedeutet mir wahnsinnig viel. Ich habe, wie du es angedeutet hast, nicht das erste Mal Regie gemacht. Es ist mein Langspielfilmdebüt. Ich habe seit 2003 immer wieder mit dem Gedanken gespielt. Ich habe viele Musikvideos inszeniert. Das war auch immer so ein bisschen meine Filmhochschule. Also die Technik zu lernen, vom Spielen her komme ich. Ich bin, seitdem ich 5 bin, auf der Bühne, weil meine Mama ist Bühnenschauspielerin und ich habe mit 18 dann angefangen, ins Filmische zu wechseln. Und Film hat mich immer interessiert und es hat mich immer fasziniert. Und ich habe ziemlich oft versucht, bestimmte Wege einzuschlagen, die in die Richtung gingen. Und habe aber gemerkt, dass ich als Regisseur, glaube ich, noch kompromissloser bin als es Schauspieler und immer, wenn ich ein Projekt hätte finanziert bekommen, war es einfach nicht der Film, den ich machen wollte. Und wenn ich den Film machen wollte, habe ich ihn nicht finanziert bekommen. Und es war auch hier so, dass wir dieses Projekt angetrieben haben. Wir haben mehrere Projekte parallel entwickelt mit meiner Firma und meinem Partner. Und ich wurde auch oft gefragt, warum ich diese Geschichte mir ausgesucht habe. Ich habe das Gefühl, diese Geschichte hat sich mir ausgesucht, weil es war plötzlich so, dass es immer realer wurde und immer realistischer, nachdem wir diese Idee hatten, passierte irgendwann Charlie Hebdo, also die Idee ist schon sehr alt. Als ich mit der Idee rumgegangen bin für diesen Film, war auch der Hauptkritikpunkt, das ist doch unglaubwürdig, als ob in Deutschland die Stimmung nochmal so rechts kippen würde. Und bestimmte Diskussionen kamen dann auf und mir war es eigentlich immer wichtig, diesen Film zu machen. Wir haben es dann weitergetrieben. Sky war an Bord und wir haben uns dann auch weiterhin unterstützt. Viele andere Leute waren interessiert, haben sich aber dann irgendwann nicht getraut. Und wir haben dann gemerkt, dass durch das immer realer Werden des Themas hätten dann bestimmte Partner, die eingestiegen wollen, viele Kompromisse verlangt. Und die waren wir nicht bereit zu gehen und haben dann irgendwann entschieden, das Risiko selber zu tragen und haben das dann mit Sky allein auf die Beine gestellt. Und das war natürlich ein ziemlicher Ritt, besonders kurz vor diesem Dreh passierte Paris, also Bataclan, die ganzen Anschläge. Und dann haben wir uns auch alle in die Augen geschaut und haben gesagt, wollen wir diesen Film jetzt machen? Und dann waren sich alle unisono der Meinung oder einig, dass wir gesagt haben, jetzt erst recht. Und es ging mir auch nie darum, einen Film über einen plumpen Terroranschlag zu machen, sondern ich wollte einen Film machen über diese Ängste. Darüber hinaus über die Manipulierbarkeit und Emotionalisierbarkeit von uns durch die Emotionen, durch den Terror. Ich hatte Angst, dass wir einem Extrem an anderen weichen. Und wie gesagt, die Grundidee, die war sehr viel früher und die hatte mit was anderem zu tun. Es war eigentlich bei dieser Finanzkrise in Griechenland, dass ich das Gefühl hatte, zwei, drei Überschriften von einer berühmten Boulevardzeitung schicken fast ein halbes Land mit Missgabe nach Griechenland. So fühlte sich die Stimmung überspitzt gesagt an. Und es hat mich irritiert, dass man so noch manipulieren kann. Und das waren so die Grundgedanken des Films. Gibt es von euch Fragen? Sonst würde ich dich noch weiter fragen, weil... Ich wollte fragen, ob die Filmsequenz vielleicht irgendwie von True Detective und den Info
vielleicht unbewusst, also die Titelsequenz war nicht, also dass wir gesagt haben, True Detective, sondern es war so, wir hatten das Gefühl, wir wollten mit dem Film, besonders weil ich mit bestimmten Genre-Elementen spielen wollte und wir sehr klein anfangen wollten und immer größer werden wollten, wollten wir mit diesem Intro schon eigentlich ein Statement setzen, dass man so gefühlt weiß, dass der Film woanders hingeht. Und dieser Albtraum, der ja auch dann durch den Film sich durchzieht, mit dem wollten wir anfangen. Also ich kann auch zu diesen filmischen Elementen was sagen, was mir sehr wichtig ist, besonders weil, gerade wenn man Genre macht, ist für mich wichtig, dass diese Elemente, die einem zur Verfügung stehen, nicht willkürlich zusammengeschmissen werden, sondern dass sie halt einfach immer das Bewusstsein des Films transportieren und tragen. Das sind all diese Elemente von Musik und Kamera und Ton und Schauspiel sind so oft so toll, auch in Deutschland, weißt du, weil Deutschland hat so einen schlechten Ruf, ich habe das Gefühl, es sind so viele Talente und es ist oft durch irgendwelche Kompromisse werden die Sachen zusammengeschlossen, anstatt dass sie dann wirklich auch teilweise reduziert werden und anderen wieder Platz gegeben wird. Teilweise habe ich das Gefühl, dass das Orchester einfach die ganze Zeit durchspielt. Aber teilweise muss man einfach dieses Wechsel von diesen Instrumenten haben. Das ist praktisch das Prinzip von Genre. Also ich muss erstmal Respekt sagen, weil der Film ist Wahnsinn. Ich bin jetzt das zweite Mal gesehen. Und ich finde, wie er diese Kameraführung gemacht hat, das ist so intensiv, das ist Wahnsinn. Aber was mich interessieren würde, habt ihr das chronologisch gedreht? Oder, weil manchmal wird das ja von hinten nach vorne in der Mitte. Ja, das war in dem Sinn auch natürlich extrem krass. Ich kann genau was sagen. Wir haben angefangen mit den ersten Bildern bei ihm zu Hause. Und der Tag 2 und 3 waren der Showdown am Bahnhof. Tag 3 und 4 war Bruder. Und dann sind wir ziemlich chronologisch zum Schluss durch und dann mussten wir wegen dem Wetter noch 2-3 Mal Sachen covern. Aber dann sind wir zurück, weil für mich war es so, ich wollte immer von dieser Visualisierung her ich wollte keinen kleinen Look haben. Ich wollte gerade für die Geschichte, ich wollte, dass je heftiger die Geschichte wird, desto schöner und größer werden die Bilder, weil sie dann im Kontrast stehen zu dem, was ich da erzählen will. Und ich wohne am Kulam mittlerweile um die Ecke. Und für mich war es über Jahre nicht verständlich, dass man noch nie diesen Kulam benutzt hat. Zusätzlich Berlin. Ich meine, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, aber Berlin hat viele Wahrzeichen und ich wollte es schaffen, diese ganzen Wahrzeichen sozusagen in einer Fahrt zu featuren. Und ich wollte praktisch diese Stadt dann auch immer größer und schöner wirken lassen. Und diese Kulam-Lichter waren praktisch so, dass wir vor, also Weihnachten drehen mussten, um diese Lichter zu bekommen, und haben aber den Film im Januar gedreht, um das Team zu bekommen zu anderen Konditionen, weil im Januar selten gedreht wird. Und deswegen kriegt man tolle Leute, ohne ihnen Sachen zu verbauen oder zu versperren. Und das Wetter, wir haben gehofft mit dem Schnee, wir haben gehofft, dass wir diese Kälte und diesen Winter bekommen und wir wollten natürlich diesen Kontrast mit diesem Christlichen haben und das waren so diese ganzen Faktoren, die dann uns den Drehplan eigentlich vorgegeben haben. Und diese Weihnachtslichter waren die Interpretation von Christoph Mille Buch, der in dem Buch eigentlich plötzlich so ein bisschen wie Feigler, falls ihr den gesehen habt, diese Bilder beschrieben hat, wie im Hintergrund symbolisch diese Stadt zusammenfällt und bricht und brennt. Und ich habe das dann einfach in die andere Richtung interpretiert, weil es glüht und leuchtet und ist für mich immer das gleiche Bildnis gewesen. Ich habe noch eine Frage zu der Szene. Kannst du da vielleicht zum Hintergrund was sagen? Die Polizeiszene, wo Frank vom Opfer zum Täter wird. Ja, für mich war das Spiel natürlich mit genau diesen Sachen, Opfer, Täter, Gut, Böse, diese Frage, wie weit geht man für das Leben seiner Lieben? Es wird oft in diesen Filmen so plakativ dargestellt, dass man irgendwie was macht und was Richtiges macht, aber ich wollte einfach dieses Spiel von Manipulation und Ängsten und Problemen, ich wollte es schaffen, dass man sogar dahin kommt, dass der Typ, der ihn gerade noch bedroht und er will alles ausbrechen, ihm sogar eine Waffe in die Hand gibt und ihn in der Hand hat. Und dieses ganze Konzeptionelle war so, dass ich nicht die Gewalt zeige, wie man es vielleicht schon tausendmal gesehen hat, sondern eher andere Dinge zeigen wollte, die man so noch nicht gesehen hat. Ob es das Erbrechen war oder sonst irgendwas, wo man sieht, okay,
wenn das so realistisch ist, wird jeder Schlag, der danach kommt, nicht mehr in Frage gestellt. Und ähnlich was da, ich wollte das eigentlich im Kopf erscheinen lassen und ihn dazu bringen, dass man zeigt, zu was Andreas in der Lage ist. Und deswegen, er bringt den Bullen nicht einfach nur um, sondern er manipuliert ihn. Er zeigt ihm, wenn du nicht machst, was ich dir sage, dann weißt du ungefähr, was die gleichen Jungs im Zug mit deiner Familie machen. Und dieses Spiel, dieses manipulative Spiel, das war mir wichtig. Das Kurze ist das Konzept hinter dem Gedanken, dass wir überhaupt auf die Leinwand kommen. Dadurch, dass wir bis vor kurzem keinen Verleih hatten. Wir verdanken es dann einem Mut von einem Cineasten wie Christoph Ott von der NFP und seinem ganzen Team, dass der Film jetzt auf die Leinwand kommt, weil wir praktisch den Film co-produziert haben in Sky. Ansonsten hatten wir keinen Verleiher. Es gab einige große Verleiher, die den Film bringen wollten, aber dadurch, dass Sky an Bord ist, die uns den Film ermöglicht haben, haben sie uns dann indirekt auch die anderen Kooperation zerstört, weil ein großer Verleiher will dann die Wortrechte haben, Video on Demand, dass er das dagegen rechnen kann. Die konnte er in dem Fall nicht bekommen, also hätte es ein großer Verleiher nicht bekommen können. Dadurch, dass NFP das jetzt mit Warner im Vertrieb macht, bringen wir es, also deswegen steht auf diesen Karten immer AC, das heißt Alternative Content, als Event in die Kinos, dass die Leute die Möglichkeit haben, den Film auf der Leinwand zu sehen, weil wir alle der Meinung waren, dass der Film auf die Leinwand gehört. Und es liegt einfach auch an euch, dass heute gab es durch dieses unfassbare Echo, was mich selber ein bisschen sprachlos macht, gerade und rührt, und diese Reaktion, dass, also die Empfehlung, dass der Film weitergespielt wird, wenn die Kinos ihn spielen. Und es gibt, glaube ich, auch einige Kinos, die ihn spielen wollen. Und es liegt immer am Publikum, ob die Leute reingehen, ob denn der Film weitergespielt wird. Aber wie gesagt, das ist das Konzept hinter den 3 Tagen, und seien wir mal ehrlich, wie viele Genrefilme starten mit Pauken und Trompeten und laufen auch nur 3 Tage, weil die Leute nicht reingehen. Und ich glaube, zu der Explosion war immer so mein Prinzip, wenn ich das Geld nicht habe, das Budget nicht habe, um Dinge so zu erzählen, wie man sie visuell erzählen will in dem Moment, mit der Gewalt, dann muss man kreativ sein. Und das war so immer das Arbeiten bei den Musikvideos, dass man versucht, mit einfachsten Mitteln Dinge groß zu erzählen. Das ist natürlich ein wahnsinnig toller VFX-Schuss, den die Cinechromatik-Jungs dann gebastelt haben. Und das Konzept ist, dass dieser Schuss, den haben wir schon ins Drehbuch zugearbeitet. Wir haben das mit einer Phantom gedreht, die kann 1500 Frames, also die kann sogar mehr, aber die haben uns für 1500 Frames entschieden. Und dann haben wir diesen Schuss gemacht, haben einen Lichtblitz und eine Druckluftexplosion im Auto stattfinden lassen und haben uns in Harnes gesetzt. Das sind so Vorrichtungen, die man eigentlich fürs Klettern hat, und dann praktisch 2 Jungs sich aus dem Auto wegspringen, fallen lassen und uns gegen die Türen geschleudert haben. Das haben wir gedreht und haben dann praktisch alles andere digital dazu gemacht. Aber wie gesagt, ich wollte, dass diese Sachen visuell, emotional wehtun, weil ich finde, so ein Film muss einfach dann, wenn er gemacht wird, konsequent sein. Und natürlich verliert man dann auch Leute, und es gibt Leute, denen ist es dann zu heftig. Und das kann ich auch verstehen. Ich kann auch einige Kritikpunkte verstehen, aber es ist nun mal genau der Film so, wie ich ihn machen wollte. Wie war die Doppelbelastung Schauspieler-Regie? Weil ich meine, du bist in der Rolle und die ist ja sehr, sehr intensiv. Und gleichzeitig musst du ja gucken, wie es, sag ich mal, cinematisch aussieht. Ich meine, wie kommt man da raus und wieder rein? Ich meine, das. Also ich glaube, das Schwierigste war für mich in der Emotionalität, was ich auch oft gesagt habe, dann sofort rational zu entscheiden. Also für mich war es gar nicht so schwer, in die Rolle reinzukommen, weil das ist dann irgendwie auch nach 20 Jahren so ein bisschen so ein Gefühl, dass man, ich meine, man kann den Job nicht mit Routine vergleichen, aber man hat so seine Art, wie man sich fallen lässt. Ich dachte auch, dass ich in 20 Jahren und über 100 Filme irgendwann das geschafft hätte, mich von all diesen Sicherheitsseilen zu lösen. Aber irgendwie habe ich bei dieser Arbeit wirklich gemerkt, da sind noch so Seile, die mich halten. Also dieses letzte bisschen Kontrolle, oder ich weiß nicht, ob man es Ego oder was man es ich nennen will, was einen immer wieder hindert, wirklich sich loszulassen und fallen zu lassen. Da habe ich wirklich gemerkt, ich kann das nur, wenn ich es jetzt 100% mache. Hm.
Und ich glaube, es war, das hört sich jetzt vielleicht auch scholl vielleicht an, dieses Vertrauen auf einmal, dass ich gesagt habe, weißt du was, egal was der Schauspieler Ken jetzt hier für eine Scheiße verbockt und egal wie kacke es ist, wenn es wirklich scheiße ist, der Regisseur schneidet es nicht. Da dachte ich, du musst einfach nur Tom so gut inszenieren, dass sie ihn immer wieder in Szene setzen kannst. Nein, und das war für mich auch ziemlich klar, dass ich gesagt habe, ich kann, wenn ich diesen Film in der Doppelbelastung mache, auch nur Frank spielen, weil es eine emotional anspruchsvolle Figur ist, aber sie ist stringenter und sie ist führbarer für mich, als diese Figur von Andreas, mit der ich auch wirklich am Seidenfaden oder roten Linie versuche, bestimmte Aussagen in diese Absurdität dieser kontroversen Extremen zu bringen. Und das funktioniert nur, wenn der Schauspieler geführt wird und sich fallen lassen kann zu 100%. Und ich hatte Angst, dass das dann eher clownesk wird, wenn man es selber macht und, oder sich eben nicht traut, wenn man versucht, so diesen letzten Schritt nicht zu gehen. Und dann war es für mich klar, ich brauche einen tollen Partner, ich wollte einen Kollegen, den ich so noch nie gesehen habe. Ich wollte einen Kollegen, der international viel gemacht hat, dass er weiß, wie ich arbeite, weil ich über die letzten 20 Jahre eigentlich 60-70% im Ausland gedreht habe. Und das Arbeiten ist gar nicht so anders da. Es ist nur so, dass oft das Gefühlte hier in Deutschland mehr eher emotional getrieben oder technisch getrieben ist. Und das switcht es. Es ist so ein Ping-Pong-Gefühl, dass man das Gefühl hat, man pickt nur einen Satz aus einer krassen emotionalen Szene und der Schauspieler muss es abliefern. Und das sind so Sachen, die waren dann einfach sehr spannend, dass ich gesagt habe, ich will einen Schauspieler, den ich persönlich nicht kenne. Okay. Weil ich Angst hatte, dass eine Freundschaft, ich habe 3-4 Kollegen, mit denen ich befreundet bin, die hätten das sicher auch toll gespielt, anders, aber toll. Und ich wusste nicht, ob die Freundschaft im Weg steht. Oder ich wollte diese Distanz wahren. Das hat 3 Tage funktioniert mit Tom. Und gerade diese Intensität, das war eine der wunderschönsten Arbeiten. Und dann habe ich natürlich ein tolles Team. Also, es ist keine One-Man-Show. Ich stehe jetzt hier und würde euch gerne das komplette Team vorstellen. Mein Drehbuchautor, mit dem ich mich dann irgendwann eingesperrt habe und die Dialoge gefeilt habe, einen Monat, und das es gemacht hat mit mir. Und Ciao war für mich die Bedingung, diesen Film zu machen. Ich bin tief der Überzeugung, dass Regie und Kamera nicht 2 Leute sind, die 2 Jobs machen, sondern 2 Leute, die 1 Job machen. Das sage ich immer wieder, aber das ist immer meine Überzeugung. Und Charlie, mit dem ich den Film geschnitten habe, der mich dann auch in den Wahnsinn akzeptiert hat, weil ich war sicher eine Zeit auch nicht immer einfach. Ich habe tagsüber Tempel gedreht, nachts geschnitten, tags gedreht, nachts geschnitten. Das waren auch intensive Zeiten. Und ohne mein unfassbar tolles Team, 2 Leute sind hier, Matze Wacko, einer meiner Co-Produzenten, hat auch unfassbar viele Credits von den 2 Polizisten bis hin zu allen möglichen anderen Sachen. Felix Schakowski, Post-Supervisor, beide Jungs haben, glaube ich, viel mehr Credits als ich. Also da kann man sich dann auch verlassen. Ich wusste nur, die finale Entscheidung muss in diesem Fall so sein, dass ich mich inspirieren lassen kann von den Leuten, aber es wird das erste und letzte Mal sein, dass ich den Film genauso machen kann, wie ich ihn machen will. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Respekt. Ich finde, der Film setzt sich sehr ernsthaft mit der ganzen Situation auseinander und es kommt auch sehr glaubwürdig rüber. Dennoch gibt es gerade zu Beginn die erste Szene im Auto, die Auseinandersetzung der beiden Hauptcharaktere hat, so eine krass choreografierte Handkampfszene à la Matrix. War das Absicht? Das war Absicht, um sofort zu zeigen, dass bei beiden anderer Background dahinter ist. Und diese Überspitzung und Überhöhung ist mehrfach drin, die sollte sogar noch krasser sein. Es ist so, dass bestimmte Dinge einfach so surreal sind. Ich habe natürlich, wenn man so einen Film macht, gerade die Glaubwürdigkeit hier und da mal an den Kopf geschmissen, ist auch wirklich faszinierend. Ich weiß nicht, wie es für Sie ist, Sie haben gesagt, Sie haben den 2. Mal gesehen. Es ist viele Sachen, die Leuten konstruiert wirken. Wenn Sie den Film das 2. Mal sehen, sehen Sie plötzlich, dass es sogar so gewollt ist und dass es sogar so funktioniert. Es sind so viele versteckte Ansätze drin. Gerade diese Überhöhung, nochmal zum Thema Genre, ist ja, dass man eine Realität nimmt, sie in einen anderen Kontext überspitzt darstellt, um einen anderen Blickwinkel zu erschaffen. Und das sind Dinge, die man dann natürlich benutzen kann. Und ich wollte nicht dieses typische Wirken, was man vielleicht kennt in der Zeit, wenn man so einen Film in 20 Tagen dreht. Und ich wollte dann, dass diese Momente wirklich auf dem Punkt sitzen und so in dem Schauwerk dann auch mit anderen großen Filmen mithalten kann. Also, und deswegen habe ich mich auch dann für den Pace entschieden, weil ich hätte mit einem schnelleren Pace ein anderes Budget bekommen. Ich wurde der... Achso. Warum
Es gibt für mich keinen anderen Weg. Also es gibt, wer das Thema Genre kennt, dramaturgisch schon, darf er in dem Moment nicht überleben, wo er den Polizisten tötet. Wir wollen natürlich oft dann durch dieses mit dem Identifizieren des Hauptdarstellers, dass wir wollen dann bei krassen Situationen trotzdem, dass er es hinbekommt, aber es ist ein gefallener Engel. Und es stehen Symbole. Wenn ich jetzt nur das Philosophische dahinter erklären will, ich habe ja Andreas als Symbol und als Extrem dargestellt. Und die Extreme bedingen sich. Das hat man auch vor einer Woche oder zwei Wochen hier gesehen. Es ist, ein Extrem lebt nicht ohne das andere. Und wenn man ein Extrem auflöst, muss man das andere Extrem auch auflösen. Und das war so dieser symbolische Gedanke dahinter. Für mich rein logisch ist die einzige Chance, die er hat, dass seine Tochter und seine Frau überlebt, dass er stirbt. Weil in dem Moment, wo er überlebt ist und er das noch mitbekommen hat, ist die Gefahr, dass den beiden was passiert, wie es auch mehrfach thematisiert wurde, ziemlich hoch, wollen wir es so sagen. Und ich glaube, dass er einfach weiß, wenn jetzt in dem Moment die Bombe losgeht und keiner weiß, warum die Bombe losgegangen ist, er ist nicht mehr da, der andere ist nicht mehr da, warum sollten die den beiden was tun? Und das ist seine Chance und Höchstwahrscheinlichkeit, dass es nicht passiert. Anders, er hat mehrere Schüsse in die Leber bekommen. Er, glaube ich, ist schon tot da unten. Er schafft diese letzte Kraft ja auch nur noch aus dieser Emotionalität da hoch. Und ich wollte nochmal diese Feigheit und Erbärmlichkeit von diesen Extremen zeigen, dass er ihnen die Möglichkeit gibt zu drücken. Und das macht er natürlich. Aber wäre in der Realität mit der Mauer in Berlin nach ein paar Schüssen direkt in die Zeit? Ich kann nur sagen, wir hatten da keine Drehgenehmigung und es kam Also da oben hatten wir einen Dreh, aber nicht da unten, wo die Schießereien-Schlägerei waren. Und ich glaube sogar, dass sie alarmiert gewesen wären, weil wir versucht haben, eine Drehgenehmigung zu kriegen. Es war fast nicht möglich und dann war das so halb legal. Ich hoffe, es ist jetzt kein Arbeit. Aber ich weiß nur, das war, das, wie gesagt, es sind so viele Dinge, die mit denen ich spiele auch. Ich finde, im Genre darf man das. Und es ist so, diese Pocket Calls, ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben die absurdesten Anrufe bekommen habe von Leuten, die das nicht mitbekommen haben. Und es sind so viele Situationen, gerade ich fahre öfter mal Zug, wie viele wichtige Nachrichten ich ungefähr eine halbe Stunde, nachdem ich aus dem blöden Zug komme, erst bekomme. Also es sind so viele Dinge, die ich eigentlich nur aus meinem Leben benutzt habe, die dann vielleicht in so einem Film Teil dieses Wahnsinns sind, aber genau diese Unvollständigkeit finde ich toll und das gefällt mir. Mich würde der Hintergrund von dem englischsprachigen Titel interessieren. Ist das ein Kopfnicken in Richtung Berlin Calling, was ja auch ein großartiger deutscher Film war, oder ging es um internationale Zusammenarbeit? Ich glaube, es war so, dass wir einen Titel gesucht haben. Es gab dann irgendwann schlechte andere Versionen, die mir eigentlich in dem Titel schon gespoilert haben, worum es ging. Dann war das irgendwann dieser berühmte Arbeitstitel, wo man gesagt hat, wir finden irgendwann einen besseren Titel. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, plötzlich kamen diese anderen Falling-Filme, die kamen erst danach, wie gesagt. Und dann hatte ich gedacht, irgendwie, ja, das ist doof, irgendwie ein Titel, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist der passende Titel. Ich bin auch heute noch so, dass ich das Gefühl habe, es stimmt einfach. Also es ist diese Aussage dahinter und es ist die Hauptstadt und es ist diese Angst, die ich hatte, dass bestimmte Sachen einfach so hochkommen. Und das ist dieses Symbol wieder und dieses Symbolische haben wir ja auch wirklich gefeiert in dem Film. Und auch dann, wenn es Diskussionen gibt, welche Message diese Filme gibt, weil es gibt ja auch sehr kontroverse Meinungen, warum gibt man solchen Meinungen so viel Plattformen? Also, ich glaube, dass man es nicht mehr und besser zitieren kann als mit der Gedächtniskirche am Ende dieser Rede. Und ich glaube, es sind alles Teile von Berlin und ich glaube, dass dieser Gedanke, dieses fallendes Berlin, fand ich dann irgendwie, klang ein bisschen pathetisch und ich fand, dann passte das zu dem Genre und dann blieb es. Du hast gesagt, dass du die Idee schon sehr lange hattest für den Film. Wann war für dich klar, dass du eine der Hauptrollen spielen willst? Und warum hast du dich
für Frank entschieden und nicht für den Andreas? Das habe ich vorhin gemeint. Ich habe ziemlich früh irgendwann gedacht, ich mache den Film als Regisseur und wusste dann, dass ich den Frank spielen kann und inszenieren kann, weil er zwar emotional aufwendiger ist, aber stringenter ist, und für diese Figur von Andreas wollte ich die Kontrolle von außen haben. Und ich hatte ganz oft einfach Angst vor meiner Courage und habe dann irgendwann gesagt, weißt du was, scheiß drauf, wir machen es jetzt einfach. Und wenn ihr wollt, wenn es noch eine Frage gibt, würde ich eine beantworten, und dann stelle ich mich gerne noch draußen, weil ich kenne selber, und gerade nach dem Film, wenn man auf die Toilette muss oder rauchen will oder sonst was, kann draußen noch gerne Fragen beantworten und bin hier. Und auch wenn euch, was mir wirklich aufgefallen ist bei den letzten Screenings, der Film, der nimmt dich so 3-4 Tage in Beschlag. Also das ist nicht so, dass also bei den meisten Leuten der Film dann irgendwie rausgeht aus dem Kopf. Wenn es da irgendwelche Fragen gibt, ihr kriegt mich über Facebook oder Instagram, und wenn es was ist, was ich beantworten kann, versuche ich es. Und ihr helft uns, wenn ihr den Film weiterempfehlt. Er wird auf jeden Fall morgen, glaube ich, nochmal laufen in Hamburg. Ich weiß nicht, läuft der bei euch noch? Also bei uns nicht. Das liegt mehr daran, weil wir halt morgen draußen Straßenfest haben. Aber wie gesagt, ich glaube, er läuft. Irgendwo wird er noch laufen. Und wenn ihr Freunde habt, ihr habt vielleicht nicht nur Leute in Hamburg, er läuft bundesweit noch. Und vielleicht nächste Woche, also wenn ihr den Film weiterempfehlt, bin ich euch wahnsinnig dankbar, und wenn ihr den Film scheiße fandet, dann redet bitte so beschissen, dass die Leute ihn trotzdem leben wollen. Das hilft auch und unterstützt das Genre, und vielen Dank für die Hilfe. Und dann habe ich da noch eine letzte Frage. Wie hat Tom Blaschier jetzt die Arbeit gesehen? Du hast viel darüber gesprochen, wie du siehst und das Ganze. Aber ich meine, Tom wird sich den Film ja auch angeguckt haben. Jetzt war so, dass ich hatte Tom bei den ersten Proben wirklich, er war ziemlich schnell Feuer und Flamme. Und wir hatten so die Proben, und ich hatte ihm gesagt, dass ich das sehr unkontrolliert sehe, was ich gerne wollte. Und er soll mich loslassen, und wir kannten uns, wie gesagt, nicht. Und dann hatte ich ihn am nächsten Tag am Telefon, und ich habe gemerkt, wenn dieser Mann jetzt zu Wort kommt, habe ich keine Hauptdarsteller mehr. Und dann haben wir sehr intensiv geredet, und ich habe ihn nicht zu Wort kommen lassen. Ich habe 3 Stunden auf ihn eingeredet und habe ihm gesagt, dass er mir da vertrauen muss. Und das ging in erster Linie auch um diese Begründung für Andreas, die er gesucht hat. Und ich habe ihm versucht zu erklären, dass wir das nicht begründen können und dürfen. Und dass das ein Symbol ist, und dass wir hier kein Bösewicht spielen dürfen, sondern wir müssen mit voller Überzeugung versuchen, jemanden zu spielen, dass er denkt, er ist der Protagonist, der Gute. Und ich wollte jemanden kreieren, vor dem man Angst hat, wenn er lächelt, und nicht, wenn er versucht, krass zu sein. Und, das waren, glaube ich, heftige Zeiten für ihn, aber tolle Zeiten. Wir haben eine tolle, intensive Arbeit gehabt. Er hat sich nach kurzer Zeit wirklich komplett fallen lassen, weil er gesagt hat, das ist mir jetzt auch scheißegal. Ich habe vor kurzem das erste Mal so ein paar Making-of-Bilder gesehen, habe gesehen, ich bin, glaube ich, ganz schön am Psycho, ich habe keine Ahnung. Aber es war eine tolle Dreharbeit und eine schöne Zeit, und dieses Vertrauen war einfach, also dieses Zusammenspiel war unfassbar, und ohne ihn hätte ich das nicht gekonnt. Also für mich war Tom dann 6er im Lotto, und ich kann da nur sagen, als er das gesehen hat, den ersten Tag war er erstmal total überfordert, und dann hat er plötzlich aber diese Resonanz auf sich wahrgenommen und war erstmal total irritiert, konnte überhaupt nichts mehr anfangen. Und Leute wirklich Angst hatten vor ihm und ihn erstmal nicht Hallo sagen wollten. Es ist wirklich einer der liebsten Menschen der Welt, und jetzt hat er die letzten 2-3 Mal gesehen, und er sieht jetzt schon sehr, was er ist. Also er ist sehr, sehr stolz auf den Film, und ich glaube, wenn er könnte, wäre er auch hier, weil die letzten Tage auch mit mir unterwegs, den Film promoten. Und, also ich glaube, alle, die beteiligt sind, und das glaube ich, das war ich am stolzesten, ich weiß nicht, ob man das so sagt, dass wir alle gemeinsam eine Vision hatten, die verfolgt haben, und irgendwie sehr stolz sind auf das, was wir haben.